Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Unsere Reise geht weiter. Sie haben schon vieles zum Thema Hausbau erfahren, aber zu jedem Haus gehört natürlich auch eine Gründung, gehört eine Bodenplatte oder ein Keller. Und wo könnte man dort besser viele Informationen bekommen als beim Marktführer? Und hier steht schon unser Empfangskommando beim Marktführer Klatter Keller. Ein herzliches Dankeschön, dass ich bei euch sein darf und dass ihr drei euch Zeit genommen habt. Vorneweg mein lieber Joachim Klatter, Firmengründer, Inhaber. Und mit dabei deine Nachfolgegeneration, deine Geschäftsführer Dirk Wetzel. Schön, dass ich bei euch sein darf. Dirk, wir werden nachher ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit uns noch unterhalten. Und wir haben mit dabei Michael Gruben. Michael, grüß dich mal lieber. Für den Vertrieb hauptverantwortlich. Aber wir beide sind nachher zum Thema Produkt unterwegs. Du wirst unseren Zuschauern erklären, wie das Gesamtgebilde entsteht. Genau, ich freue mich sehr. Und wir zwei sind nachher noch auf Tour bei einem Kunden, der mit uns gemeinsam Haus und Keller realisiert hat. Friedemann, recht herzlich willkommen bei Klatter Keller. Freut mich, dass wir uns persönlich mal wieder treffen. Ja, lange ist her. Herzlich willkommen. Super, dann legen wir los, oder? Ja, gerne. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Auf geht's. Liebe Zuschauer, lieber Joachim, wir bauen Häuser, ihr baut Keller für Menschen. Und der Mensch Joachim Klatter fasziniert mich und wird unsere Zuschauer garantiert interessieren. Ich rufe dir mein Stichwort zu, alle europäischen 4000er bestiegen. Wow, Bergsteigen ist natürlich mein liebstes Hobby. Es sind übrigens 63 Berge, die höher sind in Europa wie 4000 Meter. Ich habe alle bestiegen. Auf dem Mont Blanc war ich zum Beispiel 4-5 Mal. Einmal, das vergesse ich nie mehr, da war ich bei Vollmond auf dem Mont Blanc, weil es war zu warm, tagsüber hochzugehen. Da sind unten große Seraxe, sagt man da. Das sind Gletschertürme, die können dann umfallen. Da ist das Risiko zu groß. Da haben mein Kumpel und ich entschieden, wir gehen bei Vollmond hoch. Und diesen Tag war schön Vollmond. Wir standen nachts um 12 auf dem höchsten Punkt Europas. Unten die Lichter von Chamonix. Ich kann nur sagen, einfach fantastisch. Das vergisst man nicht mehr. So, und man spürt deinen Enthusiasmus. Und ich glaube, genau mit diesem Enthusiasmus hast du erreichen können, was du erreicht hast. Und jetzt erzähl unseren Zuschauern mal bitte, wann und wie ging das Ganze los und wo sind wir heute angekommen? Ja, gestartet hat alles im Schwabenländchen bei Rottweil. Das ist in Baden-Württemberg. Da habe ich 1980 begonnen, habe da das erste Werk gebaut. Hier im Hunsrück sind wir jetzt 25 Jahre und Mitarbeiter haben wir 650 inzwischen. Und ganz neu, um noch näher beim Kunden zu sein, bauen wir momentan ein Werk in Günzburg, nicht weit weg von der Musterhausausstellung. Genau, und deshalb biete ich euch jetzt schon an, da könnt ihr mit eurem Kunden vorbeikommen, könnt live die Produktion erleben. Wir werden hier eine Zwischenebene einbauen, wo man oben ganz relaxed durchgehen kann und unten sehen, wie die Fertigteile alles computergesteuert hergestellt wird. Was du jetzt aber unterschlagen hast, ja, du bist ja nicht jemand, der gerne groß aufträgt. Es gibt, glaube ich, noch weitere zwei Standorte, an denen ihr auch seid, ne? Ja, da sind wir noch in Neuwied. Ist ein ganz großes Werk von uns, auch alles computergesteuert. Und ein weiteres Werk ist in Oranienbaum in der Nähe von Leipzig. So, das heißt, wenn man dann so ein bisschen mal auf die Karte schaut, euch wichtig, uns auch wichtig, nah am Kunden. Und insbesondere eure Fertigteile haben ja ein gewisses Gewicht. Das wäre nicht so sehr sinnvoll, die über hunderte von Kilometern über die Landschaft zu kacheln. Die Grenzen bei uns sind so in der Regel 200 Kilometer. Deshalb sind wir so breit in Deutschland aufgestellt. Joachim, dann mal an der Stelle vielen Dank. Wir fahren nachher noch gemeinsam nach Mayen zu unserem Kunden. Aber ich habe erst hier noch Stationen. Wo bin ich jetzt als nächstes? Du gehst an die frische Luft mit Dirk zusammen und da führt ihr weiterhin gute Gespräche. Alles klar, dann vielen Dank und bis später. Ja, Dirk, liebe Zuschauer, wir wollen ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit plaudern. Und wo könnte man das schöner tun als hier im schönen Hunsrück mit dem Windpark hinter uns? Absolut treffendes Thema.
Und ich weiß, ihr wart damals bei unserem Bienenbegegnungshaus einer der ersten Partner, die zugesagt haben, du vorneweg, Dirk. Und was kannst du zum Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen Glatthaar unseren Zuschauern noch Gutes berichten? Vielleicht mal vorneweg mit unserem Ziel, sage ich mal. Ja, unser wichtigstes Ziel ist, Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen. Mhm. Und das Schöne an der Sache ist, das kam jetzt nicht von der Geschäftsleitung, sondern es kam von den Mitarbeitern auch. Weil die wissen, dass wir ein energieträchtiges Produkt haben. Und die wissen ganz genau, nur wenn wir dort mitspielen, dann haben wir auch eine Zukunft im Unternehmen. Wichtig, also im Grunde, wenn die komplette Belegschaft dahinter steht, dann kannst du, wie du auch schon gesagt hast, einen Plan und Ziele umsetzen. Was gibt's noch zu sagen? Wir haben alle unsere Verwaltungs- und Bürogebäude im letzten Jahr auf grünen Strom umgerüstet. Auch wichtig, ja. Natürlich verwenden wir auch unseren eigenen Strom, den wir erzeugen. Dann so Kleinigkeiten, jetzt sage ich mal Energiesparlampen bei uns in den Büros. Aber was ja auch wichtig ist, natürlich sind wir viel unterwegs. Mhm. Also rüsten wir unsere Flotte immer mehr mit E-Autos aus. Ja. Wir haben bei uns Tankstellen, sage ich jetzt mal, an den Standorten installiert, unsere Mitarbeiter an ihren Wohnorten, sage ich mal, um die Autos zu tanken und na klar E-Bikes. Ja, wir fordern das Thema E-Bike und es wird von unseren Mitarbeitern auch richtig gut angenommen. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Themen, diese Komponente Soziales, die bei Nachhaltigkeit so gerne vergessen wird. Wie du schon gesagt hast, die Mitarbeiter stehen dahinter. Was habt ihr noch an Neuigkeiten in der Pipeline? Also wenn man uns jetzt das Thema Materialien anguckt, aus was bestehen unsere Produkte Keller, ich sag mal vorwiegend natürlich Beton, Stahl, Dämmung. Mhm. Und jeder weiß, dass sich ein bisschen damit beschäftigt, für alle Materialien braucht man relativ viel Energie. Und wenn man sich jetzt das Thema Stahl anguckt, da sind wir halt wirklich dabei und haben auch schon erfolgreich viele Projekte umgesetzt, das Thema Stahl dahingehend zu verändern, dass wir einfach ein anderes Produkt zukünftig verwenden. Also kein Stahl mehr. Genau. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sag ich mal, und den CO2-Fußabdruck, sondern auch für die Leute, die nicht mehr den schweren Stahl auf der Baustelle tragen müssen. Und wenn wir uns dann das Thema Beton angucken, ja, jeder weiß ja, woraus wird Beton hergestellt, aus Zement. Mhm. Und da ist es naheliegend, dass man sagt, wir müssen den Zementanteil unbedingt reduzieren. Das kann man durch Flugasche machen, durch andere Zusatzmittel. Also da gibt es viele Möglichkeiten und da arbeiten wir auch mit führenden Herstellern und Ingenieurbüros, Prüfanstalten zusammen, um dort einfach schnell weiterzukommen. Trotz der heutigen Marktlage haben wir uns ganz klar dazu bekannt, ein neues Fertigteilwerk zu bauen. Ja, das ist unten in Günzburg. Und alle unsere Überlegungen und der Planung, da steht immer die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Ja. Was können wir tun? Ja, auch dort Recyclingprodukte einsetzen. Ja. Also wir können heute schon 20%, sag ich mal, an Recyclingprodukten bei dem Beton zuführen. Und wir arbeiten da auch mit vielen Leuten dran, das deutlich zu erhöhen. Und im besten Fall schaffen wir es auch, da mal in 100% reinzukommen. So, und wie gesagt, du hast gesagt, bis 2030 klimaneutral. Ambitionierte Ziele, die uns vereinen. Und ich habe noch eins mitgebracht. Oh, jetzt bin ich auch gespannt. Genau. Du weißt, unser Bienenbegegnungshaus, Herzensangelegenheit für dich. Danke dir. Sei es zum Frühstück, wie auch immer. Ich sage vielen Dank. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Firma. Ne? Alles klar, Friedemann. Vielen Dank. Alles klar. Danke dir, Dirk. Ja, Michael, jetzt haben unsere Zuschauer schon vieles erfahren dürfen zum Unternehmen, zum Thema Nachhaltigkeit. Sind wir eben ein bisschen an der frischen Luft gewesen. Bevor wir zum Produkt kommen, würde ich gerne einen Schritt zurückgehen in unsere gemeinsame Vergangenheit, als wir irgendwann mal angefangen haben. Da hat man in Baugebieten, die Zuschauer werden es auch gehört haben, Drainagen verwendet. Richtig. Was hat sich da in der Neuzeit verändert und wie habt ihr dem Rechnung getragen? Ja, auf der Grundlage, dass wir von euch ein Bodengutachten zur Verfügung gestellt bekommen und was wir auswerten, sehen wir natürlich sehr schnell, wie ist die Beschaffenheit vor Ort, wie müssen wir die Baugrube herrichten, haben wir ein Wasserthema, ist möglich, eine Drainage zu verbauen und meist ist es so, dass in den Wassersatzungen der Städte und Gemeinden der Bau der Drainage nicht zulässig ist. Und somit haben wir ein Problem. Wir müssen das Wasser vom Keller wegbekommen und dann haben wir uns überlegt, was spielt uns da an die Karten und dann gehen wir einfach auf eine höherwertige Abdichtung. Die Abdichtung gegen zeitweise drückendes Wasser und hier hat der Kunde den großen Vorteil, er muss sich nicht um seine Drainage kümmern, wie bekomme ich mein Wasser weg. Ich muss die Drainage warten, spülen und halt instand halten und die Sachen hat er über Jahrzehnte gelöst und somit kann er sorgenfrei in seinem Haus und Keller leben. Okay, und nochmal wichtig, rausgestellt, im Hausgrundpreis, Bodengutachten und auch der höherwertige Keller, der hat einfach kein Problem mit dem aufstauenden Sickerwasser hat, richtig, generell bei uns beinhaltet.
Unsere Zuschauer wissen, dass ich das Thema Digitalisierung fast in jedem Beitrag thematisieren muss. Digitalisierung bei uns für unsere Kunden mit der Bauherren-App, wo auch die Prozessschritte den Keller betreffend natürlich in Echtzeit an die Kunden übermittelt werden. Aber was bedeutet Digitalisierung im Verbund unserer beiden Unternehmen? Natürlich bedeutet Digitalisierung für uns im Verbund Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, Datengenauigkeit. Wir übernehmen quasi eure Planung, spielen die bei uns im Werk in die CAD-Daten ein und produzieren auf der Grundlage unsere Wände- und Deckenpläne. Mhm. Und wichtig ist dabei, dass unsere computergesteuerten Anlagen die CAD-Daten übernehmen, der Plotter die Abmessung der Wandelemente aufzeichnet, die Abschalung hinsetzt, der Bewährungsroboter die Bewährung natürlich auf Grundlage der Statik einlegt. Und schließlich auch der automatisierte Betonageapparat, die Betonplatten betoniert, um letztendlich dann eine super Qualität zu haben. Unser Beton ist natürlich güteüberwacht. Das heißt, wir bilden Prüfwürfel, die werden analysiert und geprüft von einer externen Prüfgesellschaft. Und anschließend geht der ganze Tisch quasi in eine Art Trockenkammer. Du musst dir vorstellen, wie so ein Ofen. Da ist eine gewisse Temperatur, eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Und da trocknet er unter besten Bedingungen aus. Das heißt, immer gleichbleibende Qualität. Das ist natürlich der große Vorteil gegenüber dem konventionell gebauten Keller auf der Baustelle, der ja witterungsabhängig gebaut wird. Bei uns im Werk haben wir quasi Laborbedingungen. Ja, Michael, sensationelles Stichwort Baustelle. Wenn man sich mal überlegt, was man früher auf der Baustelle so alles gemacht hat, welche Toleranzen es da gab, ich glaube, da hast du auch ein klares Statement dazu, gell? Ja klar, früher hat der Maurer gesagt, ein Daumen ist kein Maß, ein Zentimeter zwei passt schon alles. Aber gerade beim Fertighaus ist es wichtig, dass der Unterbau passt, dass die Maßhaltigkeit da ist, dass Toleranzen eingehalten werden. Und das kriegen wir mit unseren computergesteuerten Anlagen super hin. Und der Vorteil ist natürlich dann beim Bau auf dem Grundstück, dass man die Teile ganz einfach zusammensetzen kann und dadurch natürlich Mindesttoleranzen eingehalten werden. Ja, Michael, vielen Dank für die vielen, vielen Infos. Sehr gerne. Wir gehen jetzt, wir, sprich der Joachim Glatter und ich, wie angekündigt, noch auf Reisen einen Bauherrn besuchen, wo wir uns mal anschauen, wie sieht das oder sah das bei dem in der Praxis aus. Dir herzlichen Dank. Wie immer unser Mitbringsel, unser gemeinsames Projekt Bienenbegegnungshaus. Eine süße Kleinigkeit für dich. Es war mir eine Ehre, hier zu sein und nun geht's weiter. Gerne wieder. Viel Spaß. Joachim, wie angekündigt, sind wir jetzt in Mayen angekommen bei der Familie Schröder. Herr Schröder, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Und es wird darum gehen, unseren Zuschauern unsere gemeinsame Philosophie näher zu bringen, die nämlich heißt, ganz hoher Grad der Vorfertigung und dann optimale, schnelle Montage vor Ort. Und ja, wie das funktioniert, erklärst du nachher. Herr Schröder, erst mal eine Frage an Sie. Wie haben Sie damals den Bau Ihres Kellers empfunden? Ja, Sie haben es ja gerade schon das Stichwort gegeben, die Vorfertigung, denn erlebt habe ich es gar nicht. Okay. Ich arbeite nicht in Mayen und bin nur am Wochenende zu Hause und dadurch ein Wochenende war der Keller nicht da und als ich danach wieder gekommen bin, stand der Keller. Also da muss ich sagen, der hohe Grad an Vorfertigung, den hat man gemerkt. Gut, okay. Dann ist da jetzt zumindest das Ergebnis innerhalb einer Woche zu sehen gewesen, wie das Ganze vonstatten geht. Joachim, jetzt bist du gefragt, erklär es doch bitte nochmal genau. Mache ich gerne. Nachdem die Baugrube ausgehoben ist, kommt unser Bautrupp. In der Regel sind es drei Mann, die beginnen zuerst die Entwässerung zu legen. Danach wird die Bodenplatte abgeschalt, dann wird die Armierung gelegt und dann wird die ganze Bodenplatte ausgegossen. Nachdem die Bodenplatte ausgehärtet ist, in der Regel am nächsten Tag, kommt dann unser Transportfahrzeug mit den Fertigteilen vom Werk. Der Kran steht hier schon und dann wird Wand um Wand entnommen und drunten auf der Baustelle versetzt. Die Außenwände, das sind sogenannte Hohlwände, das heißt, es sind 24 cm starke Wände, 2x5 cm außen innen. Somit bleiben 14 cm übrig für den Verguss auf der Baustelle. Die Innenwände, das sind Vollwände, beidseitig, schalungsglatt, genau die gleiche Oberfläche wie die Außenwände, die ja auf den Schalttischen gefertigt worden sind, wie wir ja im Werk gesehen haben. Dann beginnen wir die Decke aufzulegen. Nach dem Auflegen der Decke werden
die Elektrorohre miteinander verbunden. Es soll ja alles unter Putz sein, dass nirgendwo was sichtbar ist. Danach kommt wieder eine Armierung oben rüber und dann kommt wieder der Beton. Es wird dann alles in einem Guss, sprich Decke, Außenwände, ausgegossen. Und somit haben wir ein fugenloses, homogenes Bauwerk. Gut, und das Ganze dauert im Regelfall wie lange? Herr Schröder sagte ja bereits, eine Woche war alles vorbei. Das ist nicht die Welt. Ja, Joachim, dann vielen Dank für deine Ausführungen. Und ich darf jetzt mal vorne weggehen und lass uns den Keller einfach mal gemeinsam anschauen. Machen wir. Ja, früher hätte man das als reinen Heizraum bezeichnet. Herr Schröder, was haben Sie für sich hier draus gebastelt? Ja, wir haben uns in der Planung des Kellers dazu entschieden, den Technikraum, so wie es in der Baubeschreibung dann auch, glaube ich, hieß, ein bisschen größer zu gestalten, auch durch die Hanglage mit einem Tageslichtfenster, sodass wir hier dann unsere alte Küche noch reinbauen konnten, noch zusätzlichen Lagerraum dadurch generieren konnten. Das ist das eine. Und natürlich das andere noch zum Wäschewaschen mit Waschmaschine und Trockner. Und hier läuft auch alle Haustechnik zusammen, die man auch in einem Smart Home da eben zur Verfügung hat. Okay, und ich denke, Haustechnik ist noch ein Stichwort für dich, Joachim. Was finden wir hier noch und was würdest du gerne noch erklären? Mach ich gerne. Hier zum Beispiel die Mehrsparteneinführung. Die kriegen wir vom Versorgungsträger zur Verfügung gestellt. Man kann hier genau sehen, hier kommt das Wasser ins Haus der Familie Schröder geführt. Dann hier der Energieversorger, die Stromversorgung. Telekom ist hier und das ist nur ein Glasfaserkabel. Richtig professionell heute produziert. Alles klar, super. Dann vielen Dank und wir ziehen einen Raum weiter. Jetzt sind wir in unserem Lagerkeller. Der ist mit ca. 25 Quadratmetern auch zur Lagerung vorgesehen. Und hier sieht man noch die ganzen Umzugskartons vom Umzug. Und wie wir sehen, die Fliesen noch sogar. Ja, genau. Hinten sind noch die Fliesenpakete. Der Raum ist noch so im Rohbau wie zu Beginn und wird jetzt das nächste Projekt hier sein, was wir angehen werden. Okay, und da darf ich noch erwähnen, hier die glatte Wand hier, Decke genau gleich. Hier könnte man ohne Vorarbeit Farbe draufbringen oder Tapete. Picobello, alles fertig. Genau. Je nachdem, ob Abstellraum oder Wohnraum. Und ich glaube, Wohnraum ist das nächste Stichwort. Wir gehen wieder zwei Räume weiter. Ja, jetzt befinden wir uns in unserem Arbeitszimmer. Das ist der zweite Teil des Kellers, der als Wohnraum konzipiert ist. Und wird hier, Sie sehen es, ich habe die glatten Wände hier mit Rauffaser tapeziert und gestrichen, den Boden schon verlegt. Dass, wenn man es nicht wüsste, würde man gar nicht mehr glauben, dass man im Keller ist. Wird hier mal vorgesehen, dass man das auch innerfamiliär zur Untermiete nutzen kann. Den Raum hier vorgesehen als Schlafzimmer und nebenan, das ist noch im Umbau gerade, das Badezimmer, was auch separat mit einer bodentiefen Dusche, einem Anschluss für eine Waschmaschine und natürlich Klo und Waschbecken vorgesehen ist. Auch wahrscheinlich so direkt, dass Sie sagen können, falls mal irgendwann später eine Nutzung da ist und man hätte zum Beispiel ein Rollstuhlthema, alles dann zur ebenerdigen Nutzung. Genau, wir haben auch hier, auch bei den Türen, das als behindertengerecht gebaut, dass man hier durch die Ebene im Keller von außen direkt bodeneben in das Haus, in diese Einlegerwohnung hier reinkommen. Okay, super Geschichte. Dann können wir, glaube ich, schon den nächsten Raum besichtigen gehen, oder? Ja, hier befinden wir uns jetzt in unserem Hobbykeller, so wie es nach Bauplan ausgeschrieben war. Das ist der zweite Teil von dieser separaten Wohneinheit. Und jetzt hier, Sie sehen es, genutzt als Sportraum. Hat den charmanten Vorteil, dass wir noch nicht wussten, was wir mit dem Raum anfangen wollen und jetzt die Gelegenheit haben, unsere ganzen Sportgeräte, die wir sonst immer irgendwo in der Ecke stehen haben, mal gebührend hinzustellen. Mhm. Gedacht ist, dass dieser Teil eine Küche ist. Dazu haben wir schon einen separaten Küchenanschluss mit Starkstrom und Wasseranschluss vorbereitet und dann als Wohnküche auch mit einem vorbereiteten Fernsehanschluss und
LAN-Kabelanschluss, der dann extra schon vorgelegt war in Leerrohren und dann hier nur noch durch uns in Betrieb genommen werden musste. Apropos Steckdose, hier drüben sieht man es ja schön. Steckdose, Schalter, alles unter Putz, wie im Film bereits gesehen. Und dahinter unsere glatte Betonwand. Alles komplett eingebaut. Ja, dann würde ich sagen, wir verlassen diesen tollen, hellen Kellerraum und gehen nochmal gemeinsam nach oben. Ja, liebe Zuschauer, Joachim Schröder, ein toller Rundgang. Am Ende des Tages reden wir immer von individuellen Lebensräumen und die gelten nicht nur fürs Haus. Die haben wir hier auch im Keller sehen dürfen. Von meiner Seite schon mal danke. Joachim, hast du noch abschließende Worte? Ja, ich habe schon immer gesagt, Beton gehört in die Erde und der nachwachsende Rohstoff Holz gehört nach oben. Ja, Joachim, das war mal ein klares Statement. Mir bleibt noch eines neben dem Dank zu sagen. Grüße an Ihre Frau, die heute leider nicht mit dabei sein konnte. Ja. Honig aus unserem Bienenbegegnungshaus, bei dem die Firma Glatter übrigens auch heute schon mehrfach erwähnt als Partner mit dabei war. Für die zwei Kinder, für Sie und ein Glas natürlich noch für dich, Joachim. Nochmals, ich wiederhole es gerne, danke an euch zwei.